Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Let's Play Jazz Punk. Mein Name ist Davidia und ich bin von Instant Gamers, das ist richtig. Und wir haben uns im letzten Teil hier im Inneren des Krokodils wiedergefunden, das, ja, da wo der Professor zum Krokodil mutiert ist und wir haben uns dann in seinem, er hat uns dann gefressen, wir finden uns in seinem Magen wieder. Oh Mann. Achso, das ist wahrscheinlich das Ende. Da hätte ich mir eigentlich ein tolles Thema ausdenken sollen. Das wusste ich nämlich noch gar nicht. Ich habe das nämlich nicht vorgespielt. Also spielen wir quasi nur das Ende. Der Professor hat uns gefressen. Ja, mein Fazit zum Spiel. Ich mache jetzt einfach mal ein Fazit. Das ist einfach ein sehr, sehr verrücktes Spiel und die Musik wird gerade immer lauter. Und man erlebt hier viele verschiedene Sachen. Ich habe noch längst nicht alle Nebenspiele durch. Also ich habe erst von einem Nebenspiel gelesen, wo man gegen Zombies noch kämpft und was es nicht alles noch gab. Also eigentlich müsste ich nochmal alle Nebenspiele, also alle Nebenmissionen ausprobieren und testen. Aber das werde ich wohl nicht mehr machen. Dann werde ich mein neues Let's Play anfangen und ja, wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr schreiben, was ich denn spielen soll. Oh mein Gott, ist die Musik laut gerade. Also schreibt mir, was ich denn spielen soll, welches Let's Play ich mal anfangen soll oder welches Spiel ich mal testen soll. Das wäre ganz cool, weil Jazzpunk ist jetzt vorbei und dann muss ich erstmal was Neues suchen. Vielleicht suche ich mir auch erstmal eine Notlösung für zwischendurch, eine Runde Battlefield 3, was ich eigentlich gar nicht kann. Okay, dann lesen wir uns das mal durch. I've left this tech recording here in the event that I ever get transmogrified into a man-reptile hybrid and you need to escape the labyrinth that is my digestive system. I've provided some specially encoded missionol for just such an occasion. Don't take too many. Oh, and just a warning, I have a particularly violent immune system. Best of luck. Okay, der Professor hat also, please say hi to my angeblich. secretary if I eat her for pudding. Okay. Der Professor hat uns diese Nachricht hinterlassen und wir sollen aus seinem Körper nun heraus uns durchschlagen. Und er hat noch gesagt, er hat ein ganz schön aggressives Immunsystem und wir sollen aufpassen. Dann sollen wir halt die Kapsel nehmen, natürlich nicht zu viele. Naja, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Das Ende. Tja, das ist eine sehr sinnlose Folge, denn in dem Sinne. Aber ich werde sie trotzdem hochladen, damit auch jeder mal das Ende sieht. Damit ihr nicht davor sitzt und wartet, was ist jetzt passiert. Nee, aber auch weil ich jetzt die neuen Mikrofoneinstellungen mache. Also ausprobiere mit dem Popschutz, mit dem Mikrofonständer. Und mal den Masterpegel etwas runtergestellt habe. Ich hoffe, das merkt man jetzt. Und wenn das jetzt das Ende ist, dann könnte ich eigentlich nochmal eine Runde. Es geht doch Main Menü. Dann spiele ich noch mal eine Runde Wedding Quake. Welcome to Wedding Einfach. Quake. Ach genau, Connecting to Server. Fight. Es ist sogar ein Multiplayer-Spiel. Toast. Und huch, ich habe meine Empfindlichkeit The natürlich mal wieder natural zu hoch agreement. gestellt. Ich komme da jetzt gerade nicht hoch. Ach Mann, bin ich doof. Meine Empfindlichkeit der Maus schon wieder zu hoch. Und komme gar nicht klar. Ich brauche erstmal hier. Champagne. Ach du Scheiße. Schnell weg hier. Ich hätte gerne mal wieder die tolle Kuchengang. Oh mein Gott. Das ist eigentlich ein ganz schön hektisches Spiel, um das mal so zu sagen. Ich werde ja wieder von tausenden Leuten verfolgt. Schade, ich wollte die. Stirb. Stirb. Das ist auch recht witzig, dass das hier einfach online ist. Dass man hier schön online einfach zocken kann. Und die ganzen Leute hier mit den Hochzeitssachen, mit Sekt und einer Kuchen-Gatling, die ist eh der Hammer. So eine Kuchen-Gatling. Das ist einfach der Hammer. Dass man die einfach abknallen kann, alle. Auf seine Ideen müssen die Entwickler erstmal, also da muss man erstmal kommen als Entwickler. Und das ist einfach total krass. Und naja, ich kann das Spiel, ja, empfehlen an die Leute, die es mögen. Also wer so ein abgefuckten Kram mag, gerne doch, das kann man schon mindestens einmal zocken.
einmal spielen. Das hat, glaube ich, 13 Euro gekostet. Und naja, auf jeden Fall erstmal sehenswert, was es hier nicht alles gibt. Das ist einfach der Hammer. Und du rennst hier einfach im Kreis. Oh scheiße, jetzt muss ich jetzt mal weg. Ganz schnell, ich habe nur noch 23 Leben. Was bringt denn eigentlich... Achso, ist das kurzzeitig unsterblich, oder wie? Achso, da gibt's sogar einen Chat. Mensch, ich habe noch gar nicht gesehen. So. Ja, was sollte ich denn gerade sagen? Erstmal ein Sekt. Ach, der Sekt zieht Leben ab, oder? Und macht mich schneller, oder wie? Aber auf Gras ist man halt ewig langsam. Es ist einfach recht innovativ, kann man schon fast sagen. Stirb, stirb. Was? Der hat mich einfach weggehauen. Man hört sogar die Kirchenglocken. Gut. Dann werde ich mich von dieser Folge verabschieden. Das ist eine richtig, richtig kurze Folge. Dann werde ich gleich nochmal... Ich renne jetzt einfach mal nochmal weg. Werde ich gleich nochmal ein Video aufnehmen. Ich weiß zwar noch nicht von was. Vielleicht schaue ich mal auf Steam, was es da so gibt. Oder auf meinem Rechner, was ich da noch so drauf habe. Und dann mache ich mal ein kleines Let's Test. Oder was man nicht so gerade findet. Und ja... Das war Jazzpunk, krankes Spiel. Ich hab's schon oft genug gesagt. Wer es mag, der soll's spielen. Wer nicht, der lässt die Finger davon. Aber ich habe auch gelesen, dass es einfach viele, viele Anspielungen an alte Filme und Spiele hat. Zum Beispiel einen Film wie Die nackte Kanone. Wer das nämlich gesehen hat, also der sollte unbedingt diesen Film gucken und dann dieses Spiel spielen, versteht man auch die teilweise die Anspielung. Die habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil ich habe die nackte Kanone nicht geguckt. Aber naja, jeder dem sein. Und ich würde dann mal sagen, hoffentlich gefallen euch die Mikrofoneinstellungen, dass ich das so beibehalten kann. Ja, bis zur nächsten Folge, die hoffentlich heute oder morgen erscheinen wird. Ich habe aktuell etwas wenig Zeit. Aber naja, schauen wir mal. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.